Harry Prünster. Er steht seit mehr als 40 Jahren erfolgreich auf der Bühne. In zahlreichen TV-Sendungen konnte er sein außergewöhnliches Talent unter Beweis stellen. Er ist Gaudi-Max-Sieger und ein gefragter Entertainer. Seine Fernsehsendungen erreichen die besten Zuschauerzahlen. Sein Beruf? Witze und Musik. Hier ist Harry Prünster. Los auf deinem wachen Ort. Zarte, sanfte Schottenmoor. Leg die Herde neben mir. Bleib bis morgen in der Früh. Übe nur der Zeit von dir. Gut, du bleibst halt noch bei mir. Richtig oder falsch, was soll es? Ich will auch gar nichts verstehen. Ohne Pfeif auf das, was morgen ist. Wer hat noch, da brauch ich wen. Ein Mann, der auf Dame zum Tanzen geholt hat, nicht? Und hat mit ihr tanzt und tanzt und tanzt, richtig wunderbar. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, jetzt muss ich Ihnen was sagen, ich war ein Jahr lang in der Wüste. Und hat sie gesagt, ach so, deswegen tanzen Sie wie ein Kamel. Da ist jetzt eine Dame beim Ball so ganz allein gesetzt, eine recht hübsche, adrett angezogen. Und ja, keiner hat sie geholt. Und dann hat sie einer gedacht, das gibt's ja nicht, die schaut so hübsch aus, die kann sicher tanzen, ich geh jetzt holen. Geht hin, sagt er, gnädige Frau, darf ich um den nächsten Tanz bitten, wenn Sie so gut sein möchten? Ah, gern. Die gehen raus, tanzen. Auf einmal sagt sie, ui, wenn gerade nichts passiert. Die tanzen, tanzt wunderbar, der bringt sie wieder zum Tisch. Nach 10 Minuten denkt sich, Teufel, der hat so gut tanzt, die hole ich jetzt noch einmal. Geht hin, sagt er, gnädige Frau, darf ich bitte um den nächsten Tanz bitten, wenn Sie so gut sein möchten? Kaum sind sie auf der Tanzfläche, sagt er wieder, ui, wenn gerade nichts passiert. Ich sage, ja, komisch schon, ne? So geht das dahin bis um 1 Uhr nachts. Der geht hin, sagt die Frau, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ich bin Bauer vom Beruf. Ich muss morgen in der Früh um 5 Uhr meine Kühe melken. Ich würde sie gern nach Hause geleiten. Wenn Sie so gut sein möchten? Kaum sind die vom Ballsaal aus und sagt sie, ui, wenn gerade nichts passiert. Sag ich, die Frau, jetzt muss ich Sie mal fragen. Wir sind heute seit 8:30 am Abend beieinander. Sie sagen immer nur, wenn Sie so gut sein möchten und wenn gerade nichts passiert. Ist schon mal was passiert? Nein, aber wenn Sie so gut sein möchten. Stuhl, kriegst zum letzten Mal ein Tag an oben und ein Heil. Dann hängst das Geschirr an Wand und kriegst ein Hof der Band. Dann kommt der Abschied. Sichern Sie sich jetzt Herzhaft Lachen mit Harry Prünster. Witze und Musik auf CD und DVD für nur 19,95 Euro. Rufen Sie uns jetzt an und bestellen Sie Herzhaft Lachen mit Harry Prünster bei unserer kostenfreien Telefonhotline oder im Onlineshop von Melodie Express. Wir haben in Wien eine ist zum Immobilienmaklerbüro. Nicht? Geht hin, sagt er, Schöding, ich brauche eine Wohnung. Bitte, was brauchen Sie? Eine Wohnung. Sie brauchen eine Wohnung? Ja, Fleile. Ja, wenn ich mich so ein bisschen bei Ihnen umschaue, so vom Äußeren her, ich glaube, Sie leben vom Notstand, oder? Ja, weil. Aber Sie wollen eine Wohnung? Ja, natürlich. Sagt er, ja, also Wohnung, vielleicht ein Zimmer in Untermiete werden wir haben, ne? Ein Zimmer, ich brauche kein Zimmer. Ich will da außen die Villa auf dem Plakat. Sagt er, was? Die Villa auf dem Plakat wollen Sie kaufen? Ja, freilich. Das ist unsere Werbevilla, die steht in Wien, Döbling. Ja, die kaufe. Sind Sie deppert? Die kostet 2 Millionen Euro. Ja, die kaufe. Wie wollen Sie denn das zahlen? 100 Euro im Monat. 100 Euro im Monat? Da zahlen Sie ja 1500 Jahre. Das ist mir die Hitten leicht wert. Vor Auffahrunfall auf der Südautobahn A2. Vorne ein Deutscher mit einem Mercedes, wie könnte es anders sein? Dahinter ein Steirer mit einem BMW, gell? Und als letzter in den Auffahrunfall verwickelt ein Ungar mit einem Trabant.
Die krachen da ineinander rein, der Deutsche aus dem Auto sagt, der Mann, da darf doch wohl nicht mal sein. Knallt der mir da hinten rein, volle Programm, halte ich am Kopf nicht aus. Guck dir mal, mein Mehl sieht aus wie eine Quetschkommode. Knallt der da hinten rein, volle Programm, ohne Bremse und so weiter, nicht? Darf doch wohl nicht mal sein, ein Jahr habe ich gearbeitet für? Ein Jahr habe ich gearbeitet für den März. Hinten steigt der Steuer aus, sagt, du holst dir mal gleich die Gauschen, gell? Was heißt ein Jahr Schäpfen? 4 Jahre Schäpfen für mein BMW. 4 Jahre Arbeit. Hinten steigt der Ungar aus, sagt, grundig. Für meine Traban, 24 Jahre Arbeit. Dreht sich der Steirer um, sagt, was kaufst du so ein teures Auto? Sichern Sie sich jetzt Herzhaft Lachen mit Harry Prünster. Witze und Musik auf CD und DVD für nur 19,95 Euro. Rufen Sie uns jetzt an und bestellen Sie Herzhaft Lachen mit Harry Prünster bei unserer kostenfreien Telefonhotline oder im Onlineshop von Melodie Express.